Moin, liebe Lüüt, da sind wir wieder mit der 5. Folge von Platt to Go, unsers Lüde Plattschul. Wer von euch die 4. Folge gesehen hat, da hatten wir ja auch einen Gast, die Carina Dawat, und heute haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, auch wieder eine Gästin. Christiane Ehlers ist bei uns. Moin, Christiane. Moin, Christian. Wohl du einfach so wohl sagen, wo kein bist du eigentlich? Wer bist du denn eigentlich? Das tue ich gern. Ich sitze hier auch in Ohnsorte, oder? Nicht bloß von dort, meist jeden Tag. Und ich habe hier das Leid von das Nederdütsch-Sekretariat. Das Nederdütsch-Sekretariat, was das ähnlich mockt, zusammen mit dem Bundesrat für Nederdütsch, vertritt das die sprachpolitischen Interessen von all die Klatschnackers. Die sprachpolitischen Interessen Bundesrat für Nederdütsch. Das hört sich auch bannig wichtig an. Da hätte bestimmt viele Leute noch gar nichts von gehört. Was muckt denn der Bundesrat für Nederdütsch? Das gibt ja so viele Menschen, die Plattdütsch snacken dort und der hat ja auch Rechten. Der europäische Sprachenkater, da wart, wie liegt's nochmal was von? Wie ihr hört, in der Folge 1 oder so, oder Folge 2. Mhm. Könnt ihr liegt's nochmal kicken, was er denn wirklich ist? Kiffi nochmal rein. Mhm. Alles klar. Da ist ja Plattdütsch als Regionalsprach geschützt. Ja, aber wenn das, sag ich mal, bloß auf Papier so ist, gut, ne, muss man auch kicken, da dann ob Ümset wart. Das heißt, dass alle Menschen, die platt lernen wird, du auch eine Chance habt, das zu lernen. Was das in der Schule ist oder in Kindergarten oder hier in der Plattschule, genau. In der Order, in den Medien, überall. Und der Bundesrat für Nederdütsch, zusammen mit dem Nederdütsch-Sekretariat, wie kickt das die Lerner dann auch wirklich Ümset? Was geht, dass sie auch wirklich Plattdütsch in der Schule anbieten tut. So als hier in Hamburg. Da gibt es ja eine richtige Grundschule. Hamburg wäre das erste Bundesland, das wirklich Plattdütsch als Schulfach inrichtet, als Wahlpflichtfach. Das geht an den richtigen Grundschulen. Der hat gesagt, wir haben hier wirklich ganz reell so als Mathe, Deutsch, Englisch und Plattdütsch auf dem dünnen Plan. Und das ist uns Obkopf zu kicken, dass so was umsetzt wird. Und dann vielleicht das ein Land sich von das andere abkicken kann. Hamburg, wer das erste hat sich traut, sagt, wie mockt das? Wenn Hamburg, ja, sich erstmal traut, dann hat sich auch ein Reich anderer Länder überlegt. Naja, so wie gelinsch, ne, ist das nicht. Und wenn eine Karte das sagt, dann wird sie doch umsetzen. Und so ist auch Schleswig-Holstein dabei und hat ein ganz, ganz großes Modellprojekt, wo sie das mockt. Ja, das ist so in Lüttutschnitt und meine Arbeit. Also, ihr seht all, das gibt gar nicht viel, was da mit Plattdütsch passiert, was wir gar nicht so richtig mitkriegen, da in Alldach, oder gibt das Lüüt. Die sind da absolut dobi und dem Mut und Dot und de Dot 1, das hier 1 in Bewegung kommt. Ne? Aber du hast du gar nicht viel über Plattdütsch und Politik vertellt. Wir wissen noch gar nicht so viel über die. Du bist ja wirklich Plattdütsch obwussen. Du hast das nicht erst lauter lehrt. Ne? Ne, ich habe Plattdütsch wirklich mit dem Muttermilch absorgen. Ja, ich bin mit zwei Sprachen groß geworden. Mit Plattdütsch und mit Hochdütsch. Mit meiner Mutter Plattdütsch, mit meinem Vater Hochdütsch. Und das ging auf den Tiet, da dachte ich, dass der einen den anderen nicht verstauen kann. Und ich habe immer übersetzt. Zwischen den. Genau, aber es ist mein Kindersprog ähnlich. Und wäre das für dich immer klar, dass du denn auch mit dieses Sprog was mogen wollt, oder? Nie nicht. Nie nicht. Das wäre einfach ein Sprog von Tuhus klar, hätte ich ähnlich nicht mehr über Nordacht und ganz was anderes mockt. Aber dann bin ich mal weggegangen, Plattdütschland, während Tiet wie die Schwaben in Stuttgart und dann noch mal im Betten wieder weg in Barcelona. Und da habe ich gemerkt, was ist da mit Plattdütsch? Der hat mit mal ein ganz anderer Bedüden für mich kriegen. Und dann habe ich da mit Katalanisch zu tun hat. Und habe da in Utstellung gemacht über ein Goethe-Institut über Plattdütsch und Katalanisch und die Kater. Und tja. Weg nicht wohl so, aber dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich mit meinem Markt, ne, Plattdütsch ist ähnlich. Nichts, was einfach bloß für mich, was ich so können will, das ist was, für das ich mich insetzen will und wiedergeben will. Und ja, so als er dann käme, nun bin ich all die so viele Jahren bloß, habe ich bloß noch mit Plattdütsch zu tun eigentlich. Du hast eben gesagt, Katalanisch. Gibt da doch auch Parallelen zwischen Katalanisch und Spanisch und zwischen Deutsch und Plattdütsch? Oder dazu ist es auch politisch? Ja, also Katalanisch ist hier auch als Regionalsprog, aber das Brockenkater schützt, so als Plattdütsch. Das heißt, wir haben hier Hochdütsch als große, wichtige Standardsprog und das Plattdütsche, was schützt ist. Und in Spanien haben wir das auch. Spanisch als große Amtssprog und das Katalanisch, was über die Kater als Regionalsprog schützt ist.
Und ich glaube, da habe ich auch gemerkt, der Katalan, der geht da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ran. Ne? Da kennt wie irgendwie, kennt das mit den Medien, mit unöffentlichen Bentofell, sagt der ein oder andere, ja. Ne, aber ich habe gemerkt, das ist ein ganz anderer, die sind so stolz auf dem Missbrauch und stolz für die in und kämpft für die Gott, ob das droht und sagt, ne, wie habt ihr Rechten, wie wird das auf der Seite, wie wird das überall, aller wegens Katalanisch. Und wie Pladütschen, ganz ehrlich, das gibt ihnen, gibt das irgendjemals noch, wo Lüzig schaumt, dass sie Platz nackt, ne? Hab ich auch gehört, hab ich gelernt. Pladütsch als einfaches Brock, als Burensbrock, der Kinderschild war ordentliches Lernen in der Schule, Hochdütsch. Und von daher ist das peinlich, wenn ich Platz nackt und vielleicht gar nicht ordentlich Hochdütsch. Und da hab ich gemerkt, das ist so anders. Und ne, ganz ehrlich, die mit uns doch nicht verstecken, der Pladütsch. Okay, hier gilt, wir sind mehr als ihn. Das ist so. Ne? Und da habe ich gemerkt, so eigentlich, da können wir uns halt abkicken. Und ja, völlig auf dem Betten mehr mit Stolte Bostier, der Lobmeister-Lütchen. Aber ich finde auch wirklich, weil das nur katalanisch ist oder die Schotten mit Ergelisch oder wie mit Pladütsch, das ist ein bannig europäisches Thema, ein bannig modernes Thema. Also Pladütsch, das ist auch gar nicht was Nationales oder sowas, das ist... Wie Pladütsch ja auch über Grenzen gealtert. Gift Lüt in Holland, in den Niederlanden, der schnackt Pladütsch. Die nimmt das Niedersachsisch, aber das ist uns Pladütsch. Bloß mit so einem niederländischen Akzent, und den singen. Das heißt, das ist wirklich was Europäisches, was ganz, ja, was Tokünftiges irgendwie. Genau. Und in den Bundesrat findet er die Chef wie die Oktobi. Happy von Sond, happy den niedersächsischen Snackers Dobi. Und da mag die das auch. Und die können sich wie uns was aufkicken und wie BD und können auch zusammen was mocken. Und das gibt ja auch Musikfestivals, die aber die Grenzen weggott. Lied international zum Beispiel, da mag wie das sind die Lüttensbrocken. Und wo wirklich den Niedersachsen und die Pladütschen zusammen auch Musik mocken dort. Und da mag wie das verbindet. Und wir haben viel mehr zusammen, was wir nicht denken dort. Wo wir jetzt noch über Europa und das Brockenkater snackt habt. Ja, das ist Brockenkater, das ist der Grundlauf von uns Arbeit. Das hätte ich aber sech, da ist Pladütsch schützt. Erstmal hört sich das ziemlich unkonkret an, ne? Ziemlich weit weg von dat, wird wie ähnlich du und ich, wenn wir normal Pladütsch so snacken dort, habt ihr dort erstmal nicht so viel mit zu tun. Und wir habt nur Verklorfilme mockt. Du, ja, die könnt ihr uns hier vielleicht mal ganz kurz ankicken. Ja, du hast was mitbräucht, ne? Herrlich. Ich geh du mal eben hin. Europa ist riek an Kulturen und damit auch an den Bach, Grote und Lüttesbrocken. Manjus de Lüttensbrocken sind Focken in Gefahr. Im ob dieses Brocken obzupassen und jem Stütt zu geben, hätte Europarat 1992 die Europäische Charta für die Regional- oder Minderheitensbrocken beslotten. Die Sprockencharta ist ein wichtiges Grundloch, um die fehlenden Sprocken und Kulturen in Europa aufzusichern und aufzubauen. Niederdeutsch hört sich 1999 zu den 7 Regional- und Minderheitensbrocken in Deutschland, wo die Sprockencharta ihr Hand überhöht. Die Pladütsche Stimme, das wäre Erki Hopf, ne? Das ist ein Kollege hier von uns in unserem Theater, auch ein Schauspieler, der hat die Pladütsche Stimme gesprochen. Auch der Hochdeutschen, der kann beides, ja. Der kann auch Hochdeutsch? Ja. Ja. Nee. Ne, wie für beides hat wie im Ring. Genau. Ja, also Pladütsch, der Sprockenkater scheint nicht absickern, dass er in aller Wegens ins öffentliche Leben plattbrucken kann. Und darf und die Chance hat. Da zu lernen, da zu brucken, das hält das Geld Pladütsch in der Schule hat, wie er hat, das Geld aber auch für, zum Beispiel für die Verwaltung, für das Gericht. Das heißt, wenn du nur Pladütsch abwussen bist und das dich Brock ist, wo du die richtig sicher füllen darfst und du schaffst nur für Gericht und musst du bis anklocht, weil du immer sie die Tulast lächt, denn, sechte Kater, du hast die Chance, das auf Pladütsch zu tun. Ob Pladütsch, dafür Interstone, dass du hier nicht achter Trallen musst, da hängen wollen, ne? Genau. Und wenn die Leute das nicht können, wenn der Richter das nicht kann, dann müsst du doch einen Epasetter herholen. Ich glaube, du kannst auch wirklich an in Behörde ob Platt schreiben und dann muss die Behörde die ob Pladütsch antern. Ne? So ist das. So ist das. Das ist Europa. Das ist Europa, richtig. Du kannst da auch anrufen ob Pladütsch, du kannst sagen, man hat wirklich die Chance. Oder ob Pladütsch heiraten. Oh, das. Das wäre doch mal was. Gibt doch Fälle, das dort. Wirklich, auch ziemlich für einen Jüngeren. Das finde ich schön. Also das mag eigentlich auch so eine andere Lust an Pladütsch nun, ne? Und wisst ihr, mal Thema heiraten wird ja fair, wirklich was ganz Persönliches und mit hart zu tun hat, weil das wirklich junge Leute sind, die sagen, ne, wie wird das auch Pladütsch tun?
Und das gibt ich natürlich auch die Chance, so ein bisschen was Traditionelles und so ein bisschen Woddeln durch Bito haben, ohne dass das so nur Stoffrüben da hat, weißt du, so, dass das so düster und, mhm. und weiß ich nicht, so martialisch ist irgendwo, ne? Aber das ist Likas, das hat was mit Dito do, mit Woddeln, mit Heimat, was Persönliches und Likas ist das auch was Nähet und was Frisches. Mhm. Genau. Und sag mal, wo geht die da? Du kommst ja auch nicht in Hamburg. Du kommst, nicht mehr kommst du? Ut Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, ne? Und du bist aber hier in der grude Stadt. Kannst du hier überhaupt noch Platz schnacken, wenn du nur nicht hörst, wie miese denn da ist? Also, gibt das noch Lüd in der Stadt? Kannst du das noch schnacken? Ja, naja, ich kenne natürlich durch meine Arbeit Fälle, die hier auch in Plattdütsch sitzen dort und mit denen ich Fälle zu tun habe. Aber lustigerweise ist das immer mal wieder, dass ich, wenn ich auf dem Markt bin, wie mir zufällig höre, der Käseverkörper schnackt mit den Lüd Plattdütsch und dann tue ich das einfach auch. Oder was auch witzig ist, was ich auch vorhin belegt habe, ich snack mit meinem blöden Neffen Plattdütsch, der Bart ist groß und bin ich natürlich auch Fälle mit einem Buten und snack Plattdütsch. Und ich bin da auch so forken an snack worden, was? Du snackst Plattdütsch und mit den Lütten und das Lüt, na moi, die Süße hat ja nicht an den Näs an, der ja. Platt könnt, ne? Aber wenn sie das nur hört, und dort habe ich gemerkt, das gibt auch hier ganz, ganz vielen Plattdütschen noch, die völlig fest sind, die ähnlich, ja, normalerweise findet man die vielleicht nicht so, aber dort, ja, habe ich noch mehr von. Und ganz vielen, die gut Nordfriesland zum Beispiel herkommen sind, also gibt viele Nordfriesen hier, habe ich am Markt, was ja auch nicht verwunderlich ist. Nordfriesland ist einfach eine von den Gegenden, wo noch das meiste Platz nicht war. Ne? So ja. Aus Ostfriesland, Nordfriesland, wie so ein Hochburgen, sag ich mal. Und da sind auch Ferien hier nach Hamburg herkommen. Dann kommen wir jetzt auch schon wieder zu euren Fragen. So, wir haben ja außerdem wahnsinnig tolle und motivierte Zuschauer, die auch nochmal richtig nachhaken. Wir hatten letztes Mal eine Frage, das war, aus welchen Sprachen Plattdeutsch entstanden ist. Wer da nochmal nachhaken will, guckt nochmal in Folge 4, da kommen wir dazu. Und vielleicht noch ein bisschen mehr sprachgeschichtlicher Hintergrund für die, die noch neugieriger sind. Ne? Also, ich habe ja gesagt, Plattdeutsch stammt nicht vom Englischen ab oder vom Holländischen oder sowas. Aber natürlich gibt es, wenn du viel weiter zurückgehst, da gibt es noch andere Sprachen. Und ein anderer Name für Plattdeutsch, den kennt ihr schon, ist Niederdeutsch. Aber der linguistische Name ist eigentlich Niedersächsisch. Das hat gar nichts mit dem Bundesland zu tun, sondern bezieht sich auf die sächsische Sprache, von der Plattdeutsch abstammt. Hä? Sachsen? Das ist ja da im Osten. Nee, das hat damit auch wieder nichts zu tun. Das hat nichts mit dem Bundesland Sachsen zu tun, sondern mit dem germanischen Stamm der Sachsen und von deren Stammessprache. Ja? Da stammt auch das heutige Plattdeutsch ab und eben auch das Niedersachsisch in den Niederlanden, das stammt auch von der gleichen sächsischen Ursprungssprache ab. Ja? So viel nochmal als Nachtrag zum niederdeutschen, niedersächsischen Plattdeutschen. Dann haben auch noch Leute nach der letzten Folge sich gemeldet und gesagt, Handuhl haben wir ja erklärt, die Handeule. Da gibt es nämlich noch eine zweite Hypothese, woher das kommt. Das eine ist ja einfach, wenn du im Wörterbuch guckst, weil das so aussehen soll wie eine Eule, habe ich auch gesagt, naja, mich überzeugt diese Assoziation nicht so ganz, aber wenn das Wörterbuch das sagt. Aber da haben manche gesagt, Moment mal, früher hat man ja auch wirklich mit einem Eulenflügel oder mit einem Gänseflügel hat man wirklich gefegt. Und deshalb sagen viele auch, das kommt daher. Das kenne ich auch. Ne? Ja, das kenne ich auch. Klingt auch wirklich plausibel, würde ich sagen. Kenne ich auch. Nur ein Uhl sieht, also nur eine richtige Uhl, finde ich, sieht das auch nicht gut. Also ich bin auch bitte Feller. Ich finde auch. Also danke nochmal an die kulturhistorisch Interessierten, die sich da nochmal eingeklinkt haben. Das ist natürlich eigentlich die viel plausiblere Erklärung. Ne? Mhm. Aber am Ende wissen wir es nicht, aber wir beide entscheiden uns, glaube ich, jetzt auch zusammen mit unseren Zuguckern, Tokikas, was ist das hochdeutsche Wort, Zuschauern, für diese Variante. Ja. Eine Frage hatten wir noch in Folge 3, das war die Frage danach, welcher Plattdeutsch-Dialekt. Plattdeutsch ist eine Sprache, wir wissen es. Es geht darum, die unterschiedlichen Dialekte der plattdeutschen Sprache. Welcher dieser Plattdeutsch-Dialekte hat die meisten aktiven Sprecher? Da habe ich ja versprochen, wir laden nochmal eine Expertin dazu ein. Christiane, kann man dazu was sagen? Wissen wir das? Oder wie viele aktive Sprecher hat Plattdeutsch denn überhaupt? Was wissen wir da? Die letzte Untersuchung ist unter Jörg Wiedusen Süstheim. Da hat sich das Institut für Deutsches Sprach und das Institut für Niederdeutsches Sprach in all 8 Bundesländern habt ihr untersucht, wo viele Menschen gibt es da noch, die von sich selbst sagt, ich snack gar platt, gar nicht platt, was auch immer. Ne? Also, wie das mit so einem Bett in den Achterkopf haben, das ist das, was die Menschen selbst sagt.
der Tredus und Süstein werdert. Detail sehe ich erstmal gar nicht so leicht gut. Also sind noch, sag ich mal, zwischen 2 und 2,5 Millionen Menschen de gut oder sehr gut Plattdütsch snacken dort. Und der hat wies nochmal, dass die meisten Leute Plattdütsch snacken dort, die sind in Schleswig-Holstein. Die sind, und aber dort mit wie kicken, wo sitzt die, ne? Die sind ja nicht über das ganze Land verteilt und ganz, ganz fern natürlich an der Küste. Das hat Nordfriesland, hat dort ganz klar den Näs hören. Je mehr wie nach Norden kommt, je mehr Lüt, gibt das aktiv wirklich auch ganz normal in all das Snacken dort. Richtig gut, sie hat auch noch in Niedersachsen auch gut, aber auch dort ganz, ganz klar Unterschied zwischen Nord und Süd. Ostfriesland ganz viel. Ostfriesland, ja. Das ist wirklich die. Okay, Hochburg. Ja. Du kannst also, sogar noch in Edeka hinwohnen. Du habt ja. Die den Schiller in Edeka, wo alle suchen, ob Plattdütsch obstot. Meg. Ja. Und der Verkäufer könnt das auch. Also, ja. Das, wenn du ihm fragen darfst, wo ist hier die Melk, dann sagst du dir, ne, hier ja. Langs, rechts, links und du in Kühlschaft. Was hättest du denn für Käsehüt und dann können sie dir das verkloren, eins auf Plattdütsch. Mhm, genau. Also, Ostfriesland. Genau, aber auch in Niedersachsen ganz klar, wenn wir nach Süden kommen, Hannover. Und noch wieder Süden, da ist das Fell weniger. Und aber auch Mecklenburg-Vorpommern ist auch gut. Und auch hier mag, wie wir da deutlich den Unterschied zwischen Küst und, sag ich mal, Binnenland und mehr nach Süden. Ja, also von daher, Detailen wären nicht überraschend und tun das Sprachgebiet hört ja auch Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen to. Und da seht Detailen nicht mehr gut aus. Also sag ich mal, ganz wie in Achtern, da ist immer so ein Bett für die Brandenburgers, aber für die ist das wirklich ziemlich hart. Das sind ganz, ganz wenig aktive Snackers. Ich meine 2,8% oder so. Also wirklich. Und Schleswig-Holstein sind da 24,8% oder so. Ganz, ganz unterschiedliche Teilen. Also wirklich, das Brokrebet, sag ich mal, Plattdütsch hört sich überall anders an. Hat wie auch gelehrt. Und die Teilen sieht überall anders gut. Aber Durim gibt das ja auch das Niederländisch-Sekretariat und das uns auch Theater und das uns auch Studio, wo wir auch Theater für Lütte mugt und für junge Lüt und einfach mehr Lust mucken würd, ob diese dulles Brok, als Carina Dauber da verliehen muss, echt hätte. Und das ist für uns auch immer wieder Motivation. Und wir sehen auch, dass du wirklich die Lüt wieder neischierig wart. Oder wo anstest du das? Was belegst du so? Just das ist, aber nie motiviert, überhaupt meine Arbeit zu mocken. Da ich mag, die jungen Leute habt Lust, Plattdütsch zu lernen, habt Lust, Plattdütsch zu brucken. Mhm. Das ist kein Grotelandsbrock von Ergüstern, die wir ähnlich vergeten könnt. Oder ach, was nütlich, mein Oma hat auch noch snackt. Ja, das hört der Tod ist eins wichtig. Aber das ist in Platt, das ist ins Brock, die in uns tief hören deit. Wie mag ihr auch zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, dass ganz viele junge Leute anfangen, selbst Plattdütsche Inhalte zu machen, Plattdütsche Videos zu machen, Bilder, Socken zu schreiben und das zu teilen und ganz, ganz aktiv. Und das gibt auch Leute, die über Instagram anderen Plattdütsche poolen wird. Auch sowas finde ich toll, ganz, ganz toll. Und dat, da habe ich so große Freude an. Und von daher setze ich mich auch so gern für das Brock in und für die Zukunft von das Brock. Plattdütsch ist mehr als Ackersnacker und Snutenpulli. Oh ja. So, dann eine letzte Zuschauerfrage für heute nochmal. Es wurde gefragt nach den plattdeutschen Wochentagen. Da krieg ich ganz gau hin, nur eben, was sind die Wegen doch ob Plattdütsch? Der Montag ist der Montag. Dann kommt der Dienstag, dann ist der Dingsdag. Der Mittwoch ist der Middeweg oder Middeweg-Kennen. Donnerstag, ich sag Donnerstag. Was sagst du? Ich sag Donnerstag, gif auf Lüt, die sagt Donnerstag oder Dönnerdach, Dünnerdach oder Dunnerdach. Mit oder ohne S. Und Drehvokale könnt ihr auch ein zeigen. Und den Freitag ist das dann wieder einfacher, ne? Der Freitag, der Freitag. Genau, gif auf Lüt, die sagt Friedach, aber ist eigentlich ein oder zwölfige. Der Samstag ist der Sündenabend. Und der Sonntag passt allerbest zu das Wetter von Dorf auch, der Sündach. Das wäre die Weg auf Plattdütsch. Dann kommen wir jetzt auch zum Fundstück des Tages. Das Fundstück des Tages ist diesmal was ganz Besonderes. Wir haben nämlich eine ganz, ganz zauberhafte E-Mail bekommen und die will ich nur einfach nur vorlesen. Die hören wir uns mit Zoom an. Und Thors, kümmt de und Dittmarschen. Moin und Dittmarschen. Mit de Kinder von de Lütten Theoderspieler und Süderhasch steht, verfolgt wie Jun Lütte Platschol in Internet.
Nur den Hinweis, ob Pladütsche Schiller in uns Umgebung zu kicken, sind wie dör unser Dörp schliegert. Und ich muss leider sagen, dör ist gar nicht viel zu finden. Mensch, darig, wat trurig. Dat beten, wat wie funden hätt, schick ich nur mit rüber. Wie hätt Strotennomen, der u Pladütsche kommt, die Wienersböhm von Hanne hätt in Hinweisschild, in Gedenkstein, Schleswig-Holstein, ob ewig ungedeilt. Und unsere Grundschule in Dörp ist die Fief Dörper Schule. Dat wär die U-Beute. Weil uns das nu lecker fritzig wogt hätten, nur mehr um zu kicken, hätt wir unser Dithmarscher Denkmal um die Schlacht die Hemmingstedt besöcht, die Dusen Düwels warf. Und mi Schwester Deike hätt sich für ju in Meldorf umkicken und Billerbuck. Mach ja angehun, je könnt doch von wat gebrucken, wie wünsch ob alle Fälle nur viel Freude an jun Arbeit und holt die Dum für den nächste Tiet, hartlich grüten von Inke Adler, Boss von den Lüttenhassstädter Theoderspieler. Und du hättest uns ein paar Bilder schickt und der kriegt für uns mal einfach mal so einen Abschluss zu suchen an. Ich sage vielen Dank an Christian Ehlers. Fein, dass du wärst. Vielen Dank, dass du mir inlaut hast, Christian. Wer mir ihn fragt. Und den kriegt für uns nun die scheuen Bilder an und sagt Tschüssing, Bett, Tokumweg, Bidei, erste Folge von Platt2Go, unsere Slitte Platt-Show. Und bedeuten Tschüssing und holt du fruchtig. Bett, Anna Moll. Hier kommt die Bilder.